Ladies first hieß es im Tal der Schanzen im slowenischen Planica. Heute bei der ersten Sprungentscheidung der diesjährigen nordischen Skiweltmeisterschaft. Beginnend mit dem Abdruck vom Balken oben erleben die Skispringerinnen selbst ihre Weitenjagd. So wie hier mit dem Absprung, dann mit dem Flug und bis hin zum Aufsprung. Katharina Althaus, die deutsche Vorzeigeskispringerin, sie gehört ja nach den letzten Resultaten im Weltcup zu den Top-Favoritinnen. Im Wettbewerb auf der Normalschanze, bei der gestrigen Qualifikation, untermauerte sie mit Platz 2 diese Ambitionen eindrucksvoll. 40 Teilnehmerinnen in Durchgang 1 am Start. Erste DSV-Springerin Luisa Görlich. Die 24-Jährige bei ihrer zweiten WM-Teilnahme mit relativ schlechten Windverhältnissen zeigt aber dennoch einen guten Sprung, der auf 91,5 Meter geht. Görlich bekommt 10 Windkompensationspunkte hinzu. Die junge Frau aus dem Landkreis Sonneberg in Thüringen erst einmal zufrieden mit ihrer Leistung. Als nächste Deutsche geht dann Anna Rupprecht in die Anlaufspur. Die großgewachsene, sprungkräftige 26-Jährige steht hoch in der Luft, landet bei sehr guten 95 Metern. Und das bedeutet Rang 2 zu diesem Zeitpunkt. Sie hat ja schon WM-Erfahrung, gewann vor 2 Jahren im Mixed-Wettbewerb mit Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Katharina Althaus die Goldmedaille. Und Katharina Althaus, die hat im Trainingssprung kurz vor dem Wettkampf mit 101 Meter nochmal aufgezeigt, wo es für sie heute hingehen kann. Mit dezenten Medaillenhoffnungen geht auch Selina Freitag in den Wettkampf, die ja aus einer berühmten Skispringerfamilie stammt. Der Vater und der Bruder, alle waren erfolgreich, zeigt einen Top-Sprung. Selina Freitag landet bei 97 Meter, freut sich hier, übernimmt damit die Führung. Und das Tolle daran ist, es stehen ja nur noch 4 oben in Durchgang 1. Dann die Quali-Siegerin von gestern, Anna Odide Ström. Die Norwegerin ist ja in blendender Form hier in Planica. Und ihr gelingt der Sprung des ersten Durchgangs. Denn sie knackt die 100-Meter-Marke, übernimmt damit klar die Führung vor Selina Freitag, die schon knapp 10 Punkte Rückstand auf die Norwegerin hat. Dann als Vorletzte Katharina Althaus. Wartet ja noch auf eine Einzelgoldmedaille bei einer WM. Es ist ihre 6. schon. Liegt hier wunderbar in der Luft. Kommt aber nicht ganz an die grüne Linie ran, um Ström als Führende noch zu übertrumpfen. Die Weite von Katharina Althaus in Durchgang 1, 98,5 Meter, sind es für die beste Deutsche, die sich damit auf Rang 2 einsortiert. Hinter der Norwegerin und vor Selina Freitag. Katharina Althaus. Ja, sichtlich zufrieden. Die letzte Springerin des ersten Durchgangs, Eva Pinkelnick, die Österreicherin, die Gesamtweltcup-Führende, die ja in 21 Springen in diesem Winter 17 Mal aufs Podium gesprungen ist. Pinkelnick landet nur bei 96,5 Metern, schafft es damit nicht, an Ström und Althaus vorbeizuziehen und reiht sich als 3. im Ranking ein. Und dieses Ranking sieht aus deutscher Sicht hervorragend aus vor Durchgang 2, denn gleich 3 DSV-Springerinnen unter den Top 10, dazu noch Luisa Görlich auf Rang 13. Spannung also vor dem Finale der besten 30, Katharina Althaus, sie liegt nur 4,7 Punkte hinter Odine Ström auf Rang 2. Weiter geht's mit Durchgang 2. Luisa Görlich, die 13. in Durchgang 1, möchte im Finaldurchgang eigentlich noch einen draufpacken, landet aber schon bei 90,5 Metern, 1 Meter kürzer als zuvor. Trotzdem toller WM-Auftakt für die 24-Jährige. Sie fällt im Ranking 3 Plätze zurück. Dann Anna Rupprecht, die 10. nach dem ersten Sprung. Toller Sprung erneut von ihr, landet hier hinter der grünen Linie. Ihre Weite 96 Meter. Damit übernimmt sie zunächst die Führung und wird auf jeden Fall ein Top-10-Ergebnis in ihre Karrierestatistik vermerken können. Landung war nicht gut, hat sie kurz angezeigt, trotzdem Platz 1 zu diesem Zeitpunkt. Dann die letzten 4. Knapp 10 Punkte sind sie auseinander, das sind eigentlich nur 4 Weitmeter. Selina Freitag macht den Anfang, hat ja in dieser Saison schon 2-mal auf dem Podium gestanden.
toller Sprung. Sogar mit einem angedeuteten Telemark. Selina Freitag, sie landet bei 98 Metern. Und egal, wie es für sie hier ausgeht, es ist ihr bester Winter, das steht fest. Nochmal dieser wunderbare Sprung in der Wiederholung. Und dann achten Sie bitte auf den Balken unten rechts, der gleich eingeblendet wird. Nochmal der Applaus von ihr selber und dieser blaue Balken, er geht ganz nach oben. Platz 1 für sie zu diesem Moment. Wow, Glückwunsch, Selina Freitag. Dann die dritte des ersten Durchgangs, Eva Pinkelnick, die eigentliche Favoritin. Hält sie dem Druck hier stand? Jo, und wie? Was für ein Sprung der Österreicherin. Da freut sie sich. Ein Riesensatz. Toller Sprung, der sie auf 100 Meter katapultiert. Die Österreicherin, sie geht in Führung. Und es stehen ja nur noch zwei ganz oben auf der Schanze und warten, nämlich Katharina Althaus und Anna Odine Ström. Katharina Althaus, hier schon in der Spur beim Absprung. Sie muss 97 Meter weit springen. Boah, das wird knapp. Katharina Althaus, das wird knapp, aber sie bekommt ein paar Bonuspunkte für den schlechteren Wind. Die Leistungsdichte bei den Skispringerinnen ja so eng wie nie zuvor. Nochmal die Wiederholung ihres Sprungs. Katharina Althaus muss unten warten auf die Punkte der Wettkampfrichter. Ihre Weite, genau 97 Meter. Und dann sind alle Blicke auf den blauen Balken unten rechts gerichtet. Und der zeigt es an, Katharina Althaus. Sie übernimmt die Führung, hat also die Silbermedaille sicher. Silber für Katharina Althaus. Sie freut sich. Die letzte, die noch oben sitzt, ist die Norwegerin Anna Odine Ström. Auch die muss einen Sprung auf ca. 96 Meter abliefern, will sie sich hier die Goldmedaille holen. Aber die Norwegerin, sie zeigt Nerven. Instabile Fluglage. Mein Gott, hat auch keine gute Landung. Das wird jetzt ein Zitterspiel für sie und für Katharina Althaus. Bei ihrem letzten Sprung etwas instabil hier in der Luft. Die Norwegerin unzufrieden, fasst sich an den Helm. Vielleicht der Druck zu groß. Der Balken unten rechts wächst, 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 aber geht nicht drüber. Katharina Althaus holt hier die Goldmedaille. Ihre erste als Einzelspringerin bei einer Weltmeisterschaft. Die Emotionen bei ihr und bei den Teamkolleginnen unbeschreiblich. Das DSV-Team holt also gleich zum Auftakt im Skispringen Gold. Die neue Weltmeisterin heißt Katharina Althaus.